Herzlich willkommen am Heiligen Abend. Wir feiern die Geburt von Jesus und erzählen euch die Geschichte von der Krippe, den Hirten, dem Engel, den weisen Königen. Gemeinsam feiern wir Weihnachten. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Es ist Heiliger Abend, guter Gott. Du bist da, wir sind da. Öffne unsere Herzen für die gute Botschaft. Dein Sohn ist geboren, das Kind in der Krippe, für uns. Lass uns froh sein miteinander und lass uns die Geschichte immer neu hören. Amen. Lukas erzählt. Kaiser Augustus herrscht über ein großes Reich, auch über Israel. Er befiehlt, jeder geht in seinen Geburtsort. Dort trägt er sich in eine Liste ein. Josef stammt aus Bethlehem. Das ist weit weg von Nazareth und Maria bekommt bald das Kind. Doch sie geht mit Josef. Endlich kommen sie in Bethlehem an. Maria und Josef gehen zur Herberge, aber es ist kein Zimmer frei. Sie schlafen bei den Tieren. Nachts wird das Kind geboren. Weil kein Bett da ist, wird es in eine Krippe gelegt. Vor Bethlehem lagerten Hirten. Plötzlich wird es hell. Fürchtet euch nicht, sagt ein Engel. Euer Retter wurde heute geboren. Es ist ein Kind in einer Krippe. Weitere Engel kommen und singen, Ehre sei Gott in der Höhe. Für alle wird es Frieden geben. Die Hirten suchen das Kind und finden es in Bethlehem. Die Hirten erzählen allen, dieses Kind wird uns den Frieden bringen. Das haben die Engel uns gesagt. Gott sei Dank, sagen die Hirten, voller Freude gehen sie zurück zu ihrer Herde. Klar. Gut, dann sehen wir uns gleich 16:30 in der Kirche. Ich freue mich. Tschüss. Huh, wer mag das sein? Ach, Marlene, liebe Nachbarin, hallo. Hallo Helen, ich wollte dir ein paar Kekse vorbeibringen und frohe Weihnachten wünschen. Och, das ist aber lieb. Oh, selbst gebacken. Das sind mir die Liebsten. Komm rein. Ich wollte gar nicht lange stören. Es sieht so aus, als wärst du auf dem Sprung. Ach, du störst doch nicht. Ich wollte nachher nur in den Weihnachtsgottesdienst gehen. Magst du vielleicht mitkommen? Kirche? Nee, ich bin doch gerade erst hierher gezogen. Ich kenne doch gar keinen. Man muss doch niemanden kennen, um an Weihnachten in die Kirche zu gehen. Und außerdem, wenn man nirgendwo hingeht, kann man auch niemanden kennenlernen. Ja. Ja. Und wir haben bei uns in Friedrichsfeld eine ganz tolle Kirche, eine nette Gemeinde und ein fantastisches Krippenspiel.
Natürlich ist im Moment durch Corona alles etwas anders. Ja, mir fehlt die Normalität auch so sehr. Ja. Und es ist auch unmöglich, mit Maske ein Gefühl rüberzubringen. Zumal es hier alles Laienschauspieler sind. Letztes Jahr, da haben die einen Film gemacht. Jeder einzeln seine Rolle eingespielt und dann wurde das in stundenlanger Arbeit zusammengefügt. Wunder der Technik. Ist heute noch auf dem YouTube-Kanal unserer Gemeinde zu sehen. Es war anders, aber schön. Brachte Weihnachtsgefühl in dein Wohnzimmer. Echt cool, die haben sich ja richtig Gedanken gemacht. Ja, aber das machen die jedes Jahr. Ein Jahr, ach, wie lange mag das her sein? Das war auch ein schönes Stück. Maria! Maria! Friede sei mit dir, Maria! Warum ist es so hell? Und wer bist du? Fürchte dich nicht, Maria. Ich bin ein Engel, ein Bote Gottes. Und ich habe nur Gutes mit dir im Sinn. Ich habe eine Botschaft für dich. Genauer gesagt, eine ziemlich wichtige. Du wirst Mutter werden. Du machst Witze. Das geht doch gar nicht. Ach Maria, denk nicht so klein. Lass es geschehen. Ich sage dir, du wirst ein Kind gebären. Und dieses Kind sollst du Jesus nennen. Und dieser Jesus wird der Sohn des Höchsten sein. Er wird König sein, aber ein anderer König, als sich die Welt das vorgestellt hat. Sein Reich wird kein Ende haben und er wird die Menschen begleiten bis in alle Ewigkeit, zu allen Zeiten und an allen Orten, selbst in Friedrichsfeld und Spellen im Jahr 2021. Puh, da muss ich jetzt erstmal durchatmen. Also, und jetzt nochmal der Reihe nach. Guter Engel, du weißt wahrscheinlich, ich bin mit dem Zimmermann aus Nazareth, Josef, bin ich verlobt und eben noch nicht verheiratet. Ja, wie soll ich sagen, wir kennen uns eben nicht so gut. Ach Maria, ich kann mir vorstellen, dass du das alles nicht ganz verstehst. Es ist auch höher als alle Vernunft. Aber ich bitte dich, Maria, glaube nur und lass geschehen, was Gott mit dir vorhat. Der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Herrn wird dich überschatten. Darum wird auch das Kind, das du gebären wirst, Gottes Sohn genannt werden. Ich hatte Gänsehaut. Noch Zucker? Gerne. Du erzählst das so realistisch. Da habe ich ja direkt das Gefühl, dass es dich direkt vor mir abspielt. Ja, vermutlich, weil mir das auch noch so vor Augen ist. Als wäre ich selbst dabei gewesen. Sind denn immer viele Leute im Gottesdienst? Ja. Manchmal müssen sogar Leute hinten bei der Spielschar in der Sakristei sitzen oder stehen.
Die Spieler und Spielerinnen müssen sich sogar manchmal richtig durchquetschen, um vorne zur Bühne zu kommen. Mensch, das ist so neblig heute Nacht. Ja, und so plötzlich. Eben war der sternklare Himmel. Komisch, der Nebel verzieht sich so schnell, wie er gekommen war. Guck, es wird viel heller. Viel heller als sonst Nacht. Ja, guck mal. Aber das habe ich auch noch nicht erlebt. Guck mal, sieht so aus, als ob der Stern da oben stehen bleibt. Ja, guck, genau über Bethlehem. Also, irgendetwas passiert hier. Hier geschieht was. Ich weiß nur noch nicht was. Fürchtet euch nicht, ihr Hirten. Ich hab's doch gewusst. Ich verkündige euch große Freude. Sie wird euch Hirten und allen im Volke widerfahren. Euch ist heute der Heiland geboren, Christus der Herr in der Stadt Davids. Und das habt zum Zeichen. Ihr werdet ihn finden, in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen. Manometer, was geht denn hier ab? Das war ein echter Engel, ein Bote Gottes. Ja, glaubst du ihm etwa? Klar. Ja, okay. Dann los, der Stern wird zu bestimmten Winkeln. Ja, und unsere Schafe? Die kommen mit. Okay. Da bekomme ich ja richtig Lust, das anzuschauen. Was glaubst du, was ich hier gerade versuche? Ich würde mir wünschen, dass du dieses Weihnachtskirchengefühl auch wieder bekommst. Wir waren früher an Weihnachten auch immer in der Kirche. Und wieso habt ihr aufgehört? Es ist ein tolles Gefühl, zu einer Gemeinde zu gehören, sich auszutauschen und an Weihnachten die Liebe von so vielen Menschen zu spüren. Und wenn man dann zum Schluss zusammen aus vollem Herzen O du Fröhliche singt. Spielen die denn jedes Jahr das gleiche Stück? Nein, gut. Es ist immer die Geschichte von Jesu Geburt, aber die interpretieren sie immer anders. Da, der Stern. Seht ihr den Stern? Endlich. Dem Himmel sei Dank. Endlich. Es wurde aber auch langsam Zeit. Er hat uns ans Ziel geführt und ich hatte schon an seinem Orientierungssinn gezweifelt. An meinem Orientierungssinn? Der ist königlich. Im Himmel kenne ich mich aus wie in meiner Manteltasche. Aber ja, ich meine den Stern, dass er uns in diese Gegend geführt hat. Nach meinem Plan muss hier gleich Bethlehem kommen. Merkwürdig, das ist aber keine königliche Stadt. Lassen wir uns überraschen. Habt ihr eure Geschenke? Ja, Euer Exzellenz. Es wird ja immer schwerer, das passende Geschenk zu finden. Königskinder haben doch schon alles. Das ist ein besonderes Kind, das spüre ich. Ich habe Weihrauch mitgebracht, königliches Räucherwerk. Das passt.
Und ich schenke dem Kind Myrrhe, diese wertvolle und heilsame Salbe aus meiner Heimat. Ihr schaut so, kennt ihr wohl nicht mehr, oder? Und in meiner Schale ist etwas pures Gold für das Kind, damit es eine neue Zeit beginnen kann. Ich muss eingeschlafen sein. Josef, wach auf! Ist das mit dem Kind? Nein, aber wir haben Besuch. Wer seid ihr? Wir kommen aus dem Morgenland und sind einem göttlichen Kind auf der Spur. Es bringt Heil und Leben in diese dunkle Welt. Und wir wollen das Kind beschenken. Ich bringe Gold für den Sohn Gottes. Und ich bringe Weihrauch, königliches Räucherwerk für den neuen Heiland der Welt. Und ich bringe Myrrhe für den König der Könige. Gold, Weihrauch, Myrrhe. Unser Kind? Josef, ich fass es nicht. Ich fass es nicht. Kann ich Ihnen irgendwas anbieten? Eine frische Ziegenmilch vielleicht? Oh, danke. Wir müssen auch wieder dahin, wo wir gebraucht werden. Passt auf das Kind so gut auf, wie ihr könnt. Habt Dank. Und gute Reise. Was für eine Nacht. Man wird sie Heilige Nacht nennen. Mal ganz klassisch und berührend, mal aus der Sicht der Hirten machen die das oder aus der Sicht des Königs, der Engel oder ganz modern mit Zeitmaschine und. Richtig modern und kreativ. Sehr cool. Ich würde mich wirklich sehr freuen, wenn du mitkommst. Das werde ich auch. Das, was du mir erzählt hast, hat mich richtig neugierig gemacht. Das freut mich. Nachdem ich hierher gezogen bin und der ganzen Lockdown-Schei, hat mir einfach der Kontakt zu Menschen gefehlt. Ich hoffe, ich treffe neue Leute in der Gemeinde. Das wünsche ich mir. Tja, auf alle Fälle hast du eine Freundin in mir, wo deine Plätzchen so himmlisch sind. Danke, Helen. Wann wollen wir denn los? Eigentlich können wir jetzt los. Dann sind wir noch pünktlich, bekommen einen guten Platz. Danke, Helen, das habe ich wirklich gebraucht. Zusammenzusitzen und den Geist der Weihnacht herbeizurufen. Ja, man darf sich das nicht nehmen lassen. Egal, wie schwer die Zeiten sind. Frohe Weihnachten, Helen. Frohe Weihnachten, Marlene. Und allen Menschen da draußen. Wir halten für Bitte.
Du Gott kommst zu uns, als Kind in der Krippe. Das ist Weihnachten, du kommst zu uns. Du willst alle Menschen froh machen. Wir bitten dich, sei du besonders bei allen, die traurig sind, denen es nicht gut geht, die im Krieg leben müssen, auf der Flucht sind, die Hunger haben und kein Dach über dem Kopf. Sei bei den Kranken und Sterbenden. Sei bei all deinen Geschöpfen voller Sehnsucht, voller Freude. Lass alle dein Licht sehen, das die Welt hell macht. Und wir beten gemeinsam, so wie Jesus gebetet hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir bitten Gott um seinen Segen. Gott segne dich und behüte dich. Gott lass sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Gott erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden. Allen in den Häusern, in den Familien, mit den Menschen, mit denen ihr zusammen seid, an diesem Abend. Frohe Weihnachten!